und herzlich willkommen. Buttercremetorten sind nicht erst seit Naked Cake in. Aber manchmal möchte man sie nicht einstreichen, sondern was anderes damit machen. Und wie ihr ein Korbgeflecht macht, das zeige ich euch jetzt. Sugar G. So ein Korbgeflecht zu spritzen dauert ein bisschen, aber es ist halt einfach auch mal eine andere Optik. Man kann es komplett um die Torte machen, man kann es auch nur an Teilen machen. Das System ist immer das gleiche. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Buttercreme. Ich habe jetzt eine amerikanische Buttercreme. Zwei Spritzbeutel. Man könnte natürlich auch mal die Tülle tauschen, aber ich kann euch nur empfehlen, wirklich zwei Spritzbeutel euch fertig zu machen. Das Wichtigste ist die Tülle für das Korbgeflecht. Das ist so eine flache Tülle, die ein bisschen breiter ist. Die gibt es auch noch in ganz breit, damit man das so einmal rumziehen kann. Ich mag die kleine lieber, weil das Muster einfach ein bisschen feiner ist. Die eine Seite ist so leicht gezackt und die andere Seite ist hier unten glatt. Es gibt die auch mit Zacken auf beiden Seiten, es gibt sie auch mit beiden Seiten glatt. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich mag diese eine Seite so sehr gerne, weil ich einfach auch umdrehen kann. Also ich brauche dafür nicht zwei Tüllen, ich kann jetzt auch eine Seite quasi glatt spritzen. Die andere Tülle muss eine Lochtülle sein. Und ein bisschen größer. Also ich würde mindestens eine Vierer-Tülle nehmen, also 4 mm Größe. Wenn ihr so ein klassisches Rundtüllen-Set habt mit großen Tüllen, die funktionieren auch. Zu groß würde ich die Tülle nicht wählen, weil dann sieht es einfach klobig aus. Ich würde mir auch mal noch einen feuchten Lappen zurechtlegen, damit ich einfach die Tüllen zwischendurch sauber machen kann. Ich zeige euch das Ganze erstmal auf der Arbeitsfläche, damit ihr seht, was ich eigentlich genau mache. Ich fange immer an mit der Lochtülle. Spritzbeutel habe ich mir hier oben zugemacht. Ich würde vielleicht den Spritzbeutel nicht ganz so toll füllen, weil es ist schon Kraft notwendig bei einer bisschen festeren Buttercreme, um das rauszudrücken, dann lieber ein bisschen weniger und einmal nachfüllen. Ihr setzt den Spritzbeutel an und zwar so, dass er vor euch ist. Also jetzt nicht so von der Seite, sondern wirklich, er zeigt gerade von euch weg. Und wie bei einer geraden Linienspritze gehe ich hoch und ich ziehe meine Linie runter und setze ab. Und jetzt nehme ich die andere Tülle. Ich fange hier unten an. Ich spritze raus. Gehe einmal hier rüber und setze ab. Und wichtig ist, dass ihr ungefähr beide Mal den gleichen Abstand habt. Jetzt ist wichtig, ihr setzt die nächsten Streifen nicht gleich dran, sondern ihr lasst so viel Abstand von einer Tülle. Das ist so ein bisschen Augenmaß. Und wieder rüberziehen. Wieder Abstand halten. Und wieder rüberziehen. Hier oben wird das dann so ein bisschen eng, aber ich spritze jetzt einfach mal über den Punkt rüber. Und jetzt nehme ich wieder meine Lochtülle, setze die wieder gerade an und ziehe direkt an dem Punkt, wo ich aufgehört habe zu spritzen, einen geraden Strich wieder runter. Dann nehme ich wieder meinen Spritzbeutel und jetzt gehe ich hier an den Ansatz und ziehe den rüber. Die unteren sind so ein bisschen verstopft, am besten mit einem Zahnstocher. Kurz öffnen. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen faul und habe da den Puderzucker nicht so richtig gesiebt. Das rächt sich dann sofort. Also, zweite. Ansetzen, rübergehen und wieder in die Lücke rein. Und ich ziehe mir wieder eine Linie und so arbeitet ihr jetzt das Muster wirklich nach für nach an. Also es bringt nichts, immer erstmal die ganzen Striche zu machen, sondern ihr guckt immer einen Strich,
einmal das Korbgeflecht und dann geht ihr wieder ein Stück weiter. Je gleichmäßiger ihr es macht, desto schöner wird es. Also ruhig ein bisschen Zeit und Muße lassen. Und ich kann euch nur empfehlen, bevor ihr es an der Torte macht, probiert es wirklich einfach erstmal auf der Arbeitsfläche aus, damit ihr wisst, wo ihr das macht und wie es funktioniert, wie die Abstände sind. Wieder ansetzen. Vergesst beim Spritzen das Atmen nicht. Also es hilft immer, so ein bisschen vor sich hin zu summen. Dann atmet man oder auch Musik anzumachen, euch dabei zu entspannen und nicht zu denken, oh, das muss jetzt ganz schnell gehen. Lasst euch wirklich Zeit dazu. Und dann seht ihr, wie sich so langsam das Muster aufbaut. Auf einer Platte ist eine Sache. In der Torte könnt ihr logischerweise ja nicht so flach spritzen, sondern müsst an der Seite spritzen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt an diesem Dummy. Wenn ihr jetzt eine echte Torte hättet, würde ich die jetzt auch nicht mit Fondant eindecken, eventuell vielleicht mit Marzipan, einfach für den Geschmack. Aber ihr könnt die Torte eigentlich roh lassen, weil dieser Korb soll eigentlich alles abdecken. Also ihr müsst es nicht extra einstreichen. Auch hier fange ich an mit der Lochtülle und normalerweise würde ich direkt vor mir spritzen. Also genau die Bewegung, Spritzbeutel von mir weghalten, ich würde oben anfangen. Ihr könnt dann aber nichts sehen, von daher spritze ich jetzt hier an der Seite. Ich setze hier oben an und ich ziehe, lasse diesen Faden quasi runterlaufen. Das hat so den Vorteil, dass ich auch so ein bisschen die Bewegung mit benutzen kann. Ich lasse den Druck weg. Und dann nehme ich meinen Spritzbeutel, setze den unten an, ziehe den hier rüber. Ich lasse meine Tülle Abstand. Tülle Abstand. Also es ist genau die gleiche Bewegung, nur dass ich es jetzt nicht auf den Tisch mache, sondern ich muss an die Seite von der Torte gehen. Dann nehme ich wieder meine Lochtülle, wieder oben ansetzen, und jetzt wieder die Lücken füllen, also versetzt arbeiten. Und dann hier oben bis zur Kante. Und so arbeitet ihr euch jetzt wirklich einmal rund um die Torte. Wichtig ist vielleicht noch für Linkshänder. Die Tüllen funktionieren auch für Linkshänder. Es gibt ja Tüllen, die extra auch für Linkshänder gemacht sind. Linkshänder arbeiten jetzt nicht nach rechts, sondern ihr würdet jetzt auf der rechten Seite ansetzen und hier rüber arbeiten. Sprich, mit dem Uhrzeigersinn. Rechtshänder arbeiten gegen den Uhrzeigersinn. Also, ich mache hier mal weiter, damit wir nachher eine fertige Torte hier stehen haben. Ich bin jetzt hier quasi am Ende angekommen und jetzt ist das so ein bisschen so ein Spiel, ich muss es schließen. Also ihr habt immer die Option, die Rückseite der Torte kann hier sein und damit drehe ich es auch nach hinten, so dass es nie auffällt. Aber ich würde jetzt einfach gucken, den Strang ziehe ich gerade runter
Und jetzt messe ich das so ein bisschen ab, dass ich wirklich bis zu diesem Punkt hinkomme. Also es kann sein, dass es einfach ein bisschen größerer Abstand ist, aber dass es sich hier genau schließt. Und noch einmal gerade hier runter. Und beim Ansatz gehe ich wieder so ein bisschen unter den Strang. Und jetzt muss ich so ein bisschen darauf achten, dass ich hier ein bisschen reindrücke. Also dass ich hier jetzt nicht den nächsten Balken quasi, der das Ganze hält, überspritze oder verdecke, sondern dass ich da so ein bisschen rückwärts mit der Tülle reingehe, um hier wirklich dann den Abschluss auch zu haben. Wichtig ist dabei, dass ihr die Spritzbeutel wirklich vor dem Körper haltet. Denn da könnt ihr kontrollieren, ob ihr gerade runterspritzt und das Korbgeflecht auch waagerecht ist. Also wenn ich so an der Seite mehr spritze, weil ich zum Beispiel den Drehteller nicht richtig bewegt habe, dann fällt das Ganze nach hinten ab. Verwenden könnt ihr am Material eigentlich so ziemlich alles, mit dem man spritzen kann. Ich habe amerikanische Buttercreme verwendet, aber auch die Swiss Meringue geht. Sahne geht auch. Allerdings würde ich Sahne steif dazu tun, keine Gelatine, weil die zieht zu schnell an. Und dann müsste man bei einer 26er Torte wirklich richtig Gas geben. Eiweißspritzglasur funktioniert logischerweise auch, wird aber relativ hart. Und gerade so bei einer großen Festtagstorte ist das dann unangenehm zu essen. Da würde ich dann wirklich auf eine Buttercreme zurückgreifen. Die könnt ihr auch gut in den Kühlschrank stellen. Dann ist das Ganze schön fest, auch gerade im Sommer. Kombinierbar, dreistöckige Torte, alle mit so einem Basket Wave, das ist das amerikanische Wort fürs Korbgeflecht, funktioniert, wirkt schön rustikal, gerade irgendwie so bei einer Scheunenhochzeit oder fürs Erntedankfest. Aber das Ganze auch ein bisschen heller gemacht, mit schönen, großen, modellierten Rosen oder Dahlien, sieht sehr edel aus. Auf Keksen funktioniert das Ganze auch. Probiert's aus und zeigt mir vielleicht eure Bilder. Tschüss!